Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Skull! Skull trifft's genau, weil Folge 77 haben wir heute, ne? Prost! Prost, die Prost, genau. So, wir haben den Steinzug jetzt schon mal nach unten gefahren. Persönlich, per Hand. Und dann, Ihr seht die Schäden an dem Zug. Das ist von der Handsteuerung. Oh, ist nicht dein Ernst. So, wir fahren jetzt natürlich mit im Cockpit. Sieht im Moment ein bisschen schwierig aus, aber wir können das noch ein bisschen verändern. mein Gott. Mal durch die Kabine durch. Hier wollen wir durch. So. Kurz ein bisschen hell gewesen. Aus der Dunkelheit raus ist immer ein bisschen hell. Aber wir wollen jetzt mal gucken, wie die Ziege hier den Berg besteigt. Jetzt ist er ja leer. Jetzt ist es ja noch harmlos. Genau. Und dann haben wir in dieser Folge noch einiges zu tun. New York haben wir ja letztes Mal schon geguckt. Da ist noch einiges nachzuholen. In High Banks haben wir auch gleich noch ein bisschen was zu tun. Hätten wir eigentlich gleich machen können, als wir hier waren. Aber so weit ist der Weg dann auch wieder nicht. Nö, das stimmt. Und dann haben wir auch in Skinny Mountain noch was nachzuholen. Also wir haben immer was zu tun. Aber ich könnte da so Mauscheln hören, dass wir demnächst einen neuen Sheriff haben. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Oh, das schon mal nicht schlecht. Auf 80 kommen wir schon mal, aber wir haben auch 7 Blocks, also 7-fach Traktion. Hallo? Das ist schon heftig, ne? Ja. Haufen Kohleverbrauch. Die Kamera ist ein bisschen schwierig. Ein wenig. Aber ich lasse mich von sowas ja immer nicht aufhalten. Bin da so der Kämpfertyp. Halt, runter, vor. Alles klar. Jetzt sind wir wieder gut. Fühle ich mich wie in meinem Polo GTI. Tiefer gelegt. Down to earth. Ja. Down low oder so. Lowrider. Ja. So, wir fahren jetzt hier in den Bahnhof und dann knüppeln wir die Waggons hinten einmal voll. Wir haben jetzt ja auch eine Kapazität von über 700. Das war 756, um genau zu sein. Und die werden wir jetzt mal vollpacken und dann gucken wir mal, wie die Leistungsbewertung ist und wie das Ding mit der 7-fach-Traktion nach oben geht. Wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Waggons mehr dran. Guck mal, was hier links alles fährt. Alter Schwede, ist ja unglaublich. Die Umweltverschmutzung. Nur Rollmaterial. Alter Schwede, ist ja unglaublich. So, wir haben ihn ja auch verlängert. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal raus aus der Innenansicht. Während der jetzt anfängt zu beladen und das Autosave sich nochmal die Zeit nutzt, um Kanten zu glätten. 756, der belädt jetzt erstmal. Und wir gucken mal, wie weit er noch hier hinten rausguckt. 2,30 Meter noch. Aus in Ordnung. Anfahren am Berg. Wir nehmen das einfach mal als Maß und hängen hier hinten nochmal so ein Signalchen hin. Oh ja. Jetzt haben wir den Zug natürlich eingekürzt. Wieder typisch. Ich wollte nur hinten dran was hängen. So, jetzt sind wir wieder ganz vorne mit dabei. Die Leistungsbewertung. Alter. Die Leistungsbewertung gehen wir gleich durch. Gucken wir erstmal, wie er hier genau die erste Steigung managt, die ja noch nicht ganz so schlimm ist. Genau, gucken wir uns erstmal die erste Steigung an. Wie. Oh, jetzt haben wir vor uns noch einen Zug, ne? Warte. Bevor du gleich sagst, du warte auf freie Wege, gucken wir jetzt erstmal die Signalisierung an. Weil da vor uns ist nämlich noch ein Zug. Der fährt vor uns mit 60. 60 ist schon eine ganz schön gute Hausnummer. Wir sind jetzt bei 46. Da haben wir noch ein Signal, da haben wir noch ein Signal. Da. Da. Das müsste sich aber aufgehen. Guck mal, wie sich das bewegt, ohne dass wir Play gedrückt haben. So.
mit X ab nach unten. Noch einen Ticken vor, tiefer gelegt auf die Schiene und Play. Wie gesagt, da vor uns fährt 60, das heißt, der fährt noch einen Ticken weiter weg. Und wir müssen eigentlich locker hinterherkommen. Signal geht auf Grün. 55. Also wir werden hier keinen Zug hin basteln, der hier mit 80 hochknastert. Das glaube ich nämlich nicht. Noch nicht. Noch nicht? Weißt du irgendwas? Hast du etwa in die Zukunft geschaut? Nö, aber ich habe mit verschiedenen Maschinenfabriken, Lokherstellern Besprechungen gehabt. Also geforscht. Mhm, genau. Forschungsbaum etwas erweitert. Also der fährt 58 an der Stelle, wo der andere 60 gefahren ist. Genau. Verliert Geschwindigkeit. Hat aber auch mehr Masse, ne? Ja, das ist richtig. Das müsste man jetzt nochmal, kontrollieren, wie das leistungstechnisch ist, was die jetzt aufbringen. Und das wollen wir mal vergleichen vielleicht. Die Weltmetropole Aschaffenburg. Straße ist ganz schön weit hier links, ne? Mhm. Hält die 54 immerhin. Ja, da hatten wir auch schon schlechtere. Oh ja. So, geht der auf die Mitte? Der geht aus dem mittleren Gleis. 756 ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Also es ist schon echt Gewicht, was da hinten dran hängt. Wollen wir uns natürlich auch angucken, was der gleich einbringt. Warte, so. Also bis jetzt hätten 65 km/h Zug fast gereicht. Ja, aber ich glaube, die 60 km/h Waggons, die sind zu klein. Ja. Würden von der Geschwindigkeit her reichen. 9,1. Aber wir haben jetzt die Leistungsbewertung uns voll nicht angeguckt. Schade. Stimmt. Aber ist auch so schon mittelmäßig. In der steilen Steigung wollte ich gerade sagen. Nach. Hä? Ach so, 38 km/h in 98 Sekunden oder 777 Metern. Also liegen wir irgendwo zwischen steil und mittel gerade. Ja. So mittendrin, ungefähr. So mittendrin mit 54. Und die ist auch mittelmäßig. Was hatte der jetzt an Leistung? 7000, 8200. Und liegt bei 10,8 Millionen Betriebskosten. Und der liegt bei 8 Millionen. Hat aber auch nur 6. Na gut, was heißt nur 600 Kapazität? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Sollte man sich nochmal Gedanken drum machen. Ach, hier ist auch schon wieder der nächste Zug, Alter. Jetzt haben die aber zu tun, du. Jetzt powert das Ding ganz schön raus. Okay, so, was haben wir hier? Das ist auf Lager. Nichts auf Lager, ne, ne, klar. Kriegen auch nicht mehr angeliefert. Man müsste halt sonst anliefern und leer durch zurück, ne? Um da jetzt noch mehr rüber zu kriegen. Aber wir haben ja auch noch eine zweite Ölraffinerie bei Damons Banks. Das könnte man sich noch mal überlegen. Noch einen Zug zu machen. Ja, ja, aber auch genug. Was sagt die Stahlproduktion? Hier liegen 1300 rum und es fehlt an Eisen. Den Eisenzug. Unsere Eisenzüge machen noch 1 Million plus, also könnte man da durchaus noch einen draufsetzen. Kaufen. Kaufen. Vierter Stahlzug.
Was weg muss, muss weg. So, jetzt gucken wir hier nochmal hin. Da wolltest du Drums, glaube ich, noch aufpimpen. Ja, haben wir jetzt aber eigentlich grob im Griff. Was haben wir da jetzt drauf an Drums? Fahrzeuge verwalten. 12. Noch 3 oder was? Dann sind wir bei 15? Ja, können wir 3 machen. Dann setzen wir noch 3 drauf und sind wir auf 15. Und dann müsste sich ja die Produktion hier durchaus auch verbessern. Alter Schwede! Ja, sie geht ja richtig durch die Decke. Hat ja richtig Nachfrage da. Die geht, also wir waren letztes Mal, wo wir geguckt haben, bei 533. Also die Holzzüge, die wir jetzt gebaut haben, die sind durchaus echt rentabel. Also die bringen da richtig Action rein. War noch fast zu wenig Holz. Woodstock. Macht jetzt Minus? Okay. Ach so, ja, weil jetzt nicht mehr genug Holz da ist. Genau, das wollen wir auch noch machen. Das Sägewerk wollten wir pimpen. Auf zweifach. Ein bisschen Holz anpflanzen. Wollen wir noch ein bisschen Holz anpflanzen? Asset. Nee, mal. Nee, Asset. Da hinten. Nee, da sind die Bäume. Gemischt. Dann wollen wir hier noch mal ein bisschen Bäume pflanzen. Weil wenn Wald, dann auch richtig Wald, ne? Nicht nur so ein bisschen möchte gern Wald, sondern wir wollen auch Wald haben. Wenn wir hier schon so viel Holz abholen, dann müssen wir auch Holz anpflanzen. So, hier wird es ein bisschen weniger. Und hier hinten raus auch noch ein bisschen. So. Dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Wir wollen ja nicht nur irgendwas machen, sondern wenn, dann wollen wir es auch ordentlich machen. Also, das war jetzt Rohholzpimpen haben wir gemacht und Rohholztransfermaschinen haben wir auch gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch etwas offen, das ist uns noch aufgefallen, und zwar haben wir hier über 1000 Einheiten Werkzeuge. Die wollen natürlich rüber nach Skinny Mountain, und hier haben wir noch unseren uralten Zug. Der kommt gerade leer hoch, das ist natürlich genau die beste Situation. Wir machen kurz Pause, bevor wir uns das Ding verkeksen. So, das heißt, wir bearbeiten, nee, wir bearbeiten nicht, wir tauschen. Tauschen, wir tauschen bitte. Wir tauschen, was wollten wir jetzt da draufsetzen? Zwei deutsche Krokodile, eins vorne, eins hinten. Genau. Ja, eins vorne, eins hinten. Eins vorne erstmal, dann machen wir noch hinten, und dann die Renfis waren das, ne? Ja, so Renfe und die Neffis so ein bisschen in Werkzeuge. Mischproduktion. 1890er Neffis, die waren ja direkt über den Renfes. Genau, und dann wollten wir die ohne Bremshaus haben. Bremsplattform, da haben wir ja gar nicht so viele. Austausch, wollte ich gerade sagen. Dann haben wir noch ein bisschen Steak Car dazwischen. Wie lange wollen wir da machen? Das ist jetzt noch ausgezeichnet, Alter. Ach, 400 Meter wollen wir wieder machen, ne? Ja, maximal. Dann müssen wir gucken, ob wir dann eventuell 2 draufsetzen. Einspurige Strecke. Ist noch eine einspurige Strecke, ja. Müssen wir dann zumindest noch ein Ausweichgleis machen. Das müssen wir dann wohl machen, ja. Hinten aber noch eine Lok dran. Ja, wir müssen erstmal auf 400 Meter. Was ist mit denen hier? Ne, die fahren 120. So, 362, 373, kein Werkzeug mehr, und die schöne und das Biest. Was haben wir denn jetzt noch? Kriegen wir da noch was ran? Werkzeug. Bremshaus brauchen wir denn ja nicht. Noch einen dran setzen, 402. Und da 403. Also bleiben wir bei 392. Nicht, dass wir uns da irgendwas verhauen nachher.
295 Kapazität zu jetzt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt draufklicke, ist alles weg. 30 mal. Gedeckter Güterwagen. Ach, das sind die kleinen, ne? Die hier, ne? Eine Sekunde, ich schau. 30 mal 12, 360. Genau, also wir gehen auf weniger. Und wenn wir mit den gedeckten Wagen zwischenrein noch mal ein bisschen pimpen? Können wir auch machen, klar. Dann nehmen wir die beiden da raus. Renfes durch den ersetzen. 1, 2. Und Steak kann man noch mal 2 rausnehmen. 2. Dann kommen wir auch auf die 400 Meter. 1, 2. Siehst du? Zack, 400 Meter. So, nach vorne. Schade, dass man nicht automatisch in der Mitte machen kann oder so. Das wäre noch cool. So, ein bisschen hübsch machen. So, sind wir genau auf 400 Meter mit 315 Kapazität. Das probieren wir aus. Er fährt ja jetzt 5 km schneller und hat eine ausgezeichnete Leistungsbewertung. Genau, und wir werden noch eine Ausweich-Dings machen. Einen Zug drauf. Ausweichspur, dass wir noch einen zweiten Zug drauf bekommen. Genau. Möchte ich mal sehen, wie der den Berg hoch climbt dann. Steilwand erklimmt, wahrscheinlich dann mit wirklich Top Speed bei der Leistung. Das ist schon Schmuck, also muss ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon fast sagen, hier, wo er rüber geht über die Straße, dass man hier die Ausweichstrecke ersetzt. Also nee, das ist der hier. Der hier kommt heraus. Und der ist genau in der Ebene. Das ist der, den du nehmen willst. Ja, da könnte man in der Ebene im Prinzip im Tunnel. Jetzt kommt ja wieder das Problem, dass die. Der ist an. Sag mal, ein Tunnel vom Blatt versetzt hier oder was? Krass, ne? Ja. So, dann machen wir das einfach mal so. Ich glaube, du ziehst die Straße parallel erstmal rüber. Bei 86, aber müsste ja auch passen, ne? 80 ist Top Speed, ja. Oh. Ich habe schnellere Geschwindigkeit eingestellt. Nö, nicht falsches Gleis. So. Ew. Falsche Seite. Falsche Seite, ja. Also nochmal von vorne. Wir könnten natürlich auch schon hier drinnen ausgleisen. Strecke? Ich bin mir nämlich ganz sicher, wo du gerade werkelst. Ich bin auf der richtigen Strecke. Zweifelst du selber auch an mir? Ja. Warum? Ist doch auch mal was Exklusives. Nein. Nein? Oh. Nein. Weltexklusiv. Der Doppeltunnel. Das ist mit scharfen Kanten und Ecken. Ja. Andere würden sich freuen über solche scharfen Kanten und Ecken. So, und jetzt gucken wir mal hier rein, welcher Zug das ist. Na komm raus. Zeig dich. So.
Ist es unser gewünschter Zug? Ja. Wäre scharf gewesen, wenn aus dem Gleis was endet rausgekommen wäre. Ja. Oh, ich bin hinter der Schranke, ich kann los. Müssen wir gleich alle Tunnel nochmal durchgehen, aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Schawupp und die Wupp. Gleis können wir gleich noch tauschen. Ach, da fährt er einfach weiter, du. Krasser Typ. So, nochmal eben Tunnel gucken, ob wir auch alle Tunnelportale hingekriegt haben. Ja, Mini-Tunnel. Passt auch. Und das andere ist hier oben. Das haben wir selber gebaut, das haben wir auch selber gebaut. Da kommen wir rauf, die Wand kann ich leider nicht ändern. Oder wir müssten es außerhalb machen. Ist ja auch kein Problem, das stellt eigentlich. Warte. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Ist er schon drauf auf der Schiene? Nee. Nicht, dass er gleich hier einen Rappel kriegt. Aber wir können das ja nochmal abreißen, dann machen wir außerhalb vom Tunnel den Abzweig. So, ohne Zauberei. Fehlt so ein halber Meter. Ja! Direkt dran. Ich würde jetzt behaupten, wie geplant. Ah, die Weiche sieht doof aus. Aber das können wir ändern. Hoffe ich. Das sah so gut aus. Naja, bauen wir es nochmal. Bauen wir es nochmal ohne Straße. Aber die Höhe, der Höhenversatz ist auch ein bisschen. Aber gucken wir mal. Alle hopp. So, da wollen wir ran. Dann drücken wir nochmal ein bisschen runter. Noch ein bisschen mehr runter, geht nicht, okay. Das alles. Nee. Beide nochmal frisch bauen. Bin ich nicht mit einverstanden. Machen wir es noch schlimmer. Also wer nichts zu tun hat, macht sich zu tun, ne? Erstmal gerade aus dem Tunnel rauskommen, oder? Ach, hier habe ich auch zurückgerissen. Genau, hier wollen wir jetzt gerade raus. Und auf der Höhe gleichen wir es an. Dann fahren wir hier weiter gerade. Aber den riesen Radius, den wir hier hatten, den brauchen wir gar nicht. Ja, der ist ja ursprünglich mein alten Gleis. Eigentum. Und jetzt nochmal. Sieht irgendwie schwierig aus. Das könnte ich bauen. Huch, gebaut! Nein.
Ich wollte nur gucken, ob das wirklich geht. Und das Spiel hat gesagt, ja, mach mal eine Rückkante. Ich habe eh keine Chance gegen dich. Ja, Spiel, du hast recht. Gib dich ruhig mir geschlagen. Jetzt will er da nicht mehr bauen. Also da. Ein bisschen weiter vorne, wo es noch gerade wird. Kurvenausgang davon ein Problem. Ich binde das jetzt mal direkt hier an. Mal gucken, was er denn draus macht. Ne. Ja, in der Kurve will er mir die Weiche nicht gewähren. Ich hätte jetzt gedacht, das klappt, aber dann machen wir das halt hier vorne am Ende. Stückchen später. Eine 140 ist durchaus in Ordnung. Straße, Feldweg. Ja, das ist genau so, ist das genehmigt. Signalisierung, damit er sich auch zurechtfindet. Genau, einmal so. Im Tunnel die Freigabe. Im mittleren Gleis, ja. Machen wir uns einen Spaß daraus und setzen hier auch noch eins zwischen. Eins in die eine Richtung, eins in die andere Richtung. Ah, du kennst mich schon noch. Das ist gefährlich. Man kennt mich schon viel zu gut. Wie war das? Und wenn sich jemand wundert, warum der Fall so weit weg ist vom Signal? Das ist eine Mod. So ist es. Damit man das Signal aus der Inboard-Kamera auch noch vernünftig sehen kann. Ja, nicht, dass man nachher da... Jedes Mal sich den Kopf verrenken muss. So, jetzt sollte da eigentlich theoretisch ein zweiter Zug drauf passen. Gucken noch mal, wie die Fahrstrecke ist. Das passt, das passt, das passt. Alles klar, dann machen wir das eiskalt. Dann wollen wir nur noch hoffen, dass das Ding sich auch lohnt. Und machen dann Fahrzeuge verwalten, kopieren. Und dann können wir auch wieder Play machen. So, also nur kurz fertig gemacht hier. Dann... Ich glaube, du brauchst noch ein paar Trams in Skinny Mode. Ist das so, so überschaubar, so ersichtlich? Okay. Was haben wir da drauf? 10. Da jetzt ja mehr kommt. Aber mindestens 5 oder verdoppeln. Ich weiß nicht. Nicht, dass wir uns nachher da auf die Füße trampeln, weißt du? Weißt du, was jetzt cool wäre? Ja, bitte. Wenn wir jetzt hier... Können wir das noch konfigurieren? Nach hinten rausgehen. Ja. Da die Zufahrt zu machen. Durch den Berg. Ja. Welches war das denn noch? Trans? Nee. Western Trans war es nicht? Bin mir da nicht mehr so sicher. Turn around in station. Muss ja denn disabled sein? Ne, muss es nicht. Ne, muss nicht zwangsweise disabled sein. Das müsste der West Entrance. Oder wir nehmen 8 Fachtraums. Und jetzt fahren da ja nur 6 Fachtraums. Das könnte man auch noch machen, ja. Die erste Mal noch austauscht. Ja. Dass man einfach erstmal mehr Kapazität auf die Schiene bringt. Das stimmt. Ja, müssen wir gucken, wie das alles läuft.
Hier ist die Zu-Fuß-Parade. Da kommt der Personenzug. In? Ja, macht nicht so viel Verlust. Auch gut aufgeteilt. Wir wollten eigentlich den Berg mit hochfahren, aber da ist er ja schon fast. Der ist schon oben. Ist oben angekommen mit 80 km/h. Aber fährt auch leer. Also es sollte eigentlich hinkriegen. So, Skinny haben wir. Die Renfis haben wir, die E94 haben wir drauf und die Steakers haben wir drauf. Den Highbanks haben wir hier, das Rohholz haben wir hier gepimpt. Und in Highbanks haben wir auch den Holztransfer gepimpt. Hühnchen, da stehen so ein bisschen viel mal. Was? Hühnchen? Maschinchen am Bahnhof. Achso. Ja, das ist ja wegen der E94, die wir jetzt umgebaut haben. Weißt du? Und hier kommt der Holz jetzt wieder genug, dass wir auch unsere Holzzüge voll haben. Also kommen wir jetzt wieder zurück nach New York. Ja. Alter Schwede. Weil hier in New York haben wir nämlich immer mehr Bausteine und haben gar nicht genügend LKWs. Deswegen wollen wir jetzt erstmal LKWs kopieren, kopieren. Das heißt, da verdreifachen wir den LKW-Transport. Ist aber auch dem geschuldet, wir haben ja jetzt hier mehr Steine, liefern wir ja an. Das heißt, die Steinproduktion ist auch erhöht. Wir haben schon so viele Steine, dass wir gar nicht alle rausballern, die wir produzieren. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch hier in einen neuen Hauptbahnhof bauen. So. Irgendwie so. Eigentlich nicht. Ich würde da einfach 4 Gleise dran pappen. Gehen muss gehen. Ja, aber da ist im Moment ein Zug drin. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ja, ich weiß. Den Zug zerruppen. In der Zeit können wir ja schon mal gucken, wie jetzt Nahverkehr. So die Abdeckung ist. Ja, Abdeckung ist ja auch noch so ein schönes Thema. Abdeckung, hier haben wir einmal LKW ran. Dann liefert er ja hier ab. Das heißt, den Kram haben wir abgedeckt. Und wenn wir dann noch eine Haltestelle in die Hand nehmen. Wow. Das ist alles so wieder ein Mischbetrieb. Alter. Na gut, hier oben haben wir noch. Aber da haben wir 2 Haltestellen. Ne, haben wir hier die Haltestelle. Das haben wir eigentlich so gut es geht alles abgedeckt. Hier oben noch vereinzelte. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt reinknien. Ja, aber nach links da in dieses Mischgebiet würde ich schon noch eine Haltestelle reinzaubern. Ja. Da bin ich bei dir. Und dann auch mitten rein. So, bis dahin geht der. Das heißt, wir müssten hier ungefähr ansetzen. Oder noch einen weiter unten? Nee. Da unten ist auch noch was. Aber da kommen wir auch von hier oben aus ran. Dann fahren wir da noch hin. Dann können wir hier nämlich die Hauptstraße nutzen. Fahren wir hier mit einem hoch. Dann fahren wir hier quer durch. Hier zur Haltestelle hin. Und gucken dann, dass wir hier hinten rüber runterkommen. Hinten rüber runter. Ja, hinten rüber runterkommen. Dass wir die Straße hier weiterbauen und da oben irgendwie mit rankommen. So, dass wir hier den Feldweg vielleicht nutzen können. Stimmt, da wollte ich noch umbauen. Ja, da könnten wir gerade bauen. Feldweg zu. Dann können wir nämlich damit. Nein. Den können wir nämlich hier mit ran. Eine Kurve, ja. Eigentlich? Ja, genau damit ran. Weg hinten, dann vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Ja, wird eng. Aber geht.
krass. Das hätte ich nicht gedacht. Oder so auf die Hauptstraße abbiegen, kannst du ja so einen Weg auch runterbauen. Ja, das hatte ich auch so gedacht. Kannst du natürlich das Gefälle da hinten auch mit benutzen. Fahren wir da schon irgendwie lang? Nein, gut. Das heißt, wir nehmen jetzt eben die Kurve hier weg. Fahren mit dem hier geradeaus. Warte. Und das Gefälle runter, Kurve, Serpentine, runter auf zum Ding, oder? Was vierspurig wird. Ich muss gerade gucken, wie wir denn jetzt rüber gehen, aber das müsste eigentlich hier oben vor. Nein. Ja, das können wir so machen. Die Ampel nehmen wir mal wieder weg. Schwupp. Mittlerweile das Ampelwerkzeug in der Leiste unten. Kam glaube ich 52 oder so. Ja, ja. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern. So, jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir jetzt mit der großen Straße hier geradeaus rein? Steigung zu steil. Ja, das weiß ich. Wir müssen erstmal das Tunnelportal haben. Überlegung, wenn du den Abhang runter gehst und unten Richtung Wasser und dann die Kehrtwende auf die Vierspurige machst? So. Auf welche Vierspurige? Du willst ja zu dem Depot unten runter. Ja. Wenn du die Vierspurige, die ins Depot reinführst, auf der anderen Seite ansteigend hoch machst an dem Hang links. Ja. Dann eine S-Kurve. Eine nicht entfernbare Ampel. Stimmt, da war ja was. Okay. Ich habe es auch überlegt, aber ich will eigentlich den Hauptverkehr nicht hier durch haben. Sollte irgendwann mal Straße da hinten rüberführen zum Beispiel, möchte ich eigentlich schon, dass wir irgendwie den Verkehr hier raushalten können. Okay, das heißt da im Prinzip gerade raus, dann in den Tunnel rein und gucken, dass man nach oben kommt. Erstmal ein kleines Stück in den Tunnel rein. Ja, ich hatte auch gedacht, dass wir mit der anderen hier so ein bisschen arbeiten. Und man hätte natürlich jetzt auch das weiterziehen können und wieder so eine Brücke drüber bauen. Ne? Ich meine, ist ja schon cool, ne? So. Jetzt brauchen wir wieder so Runde. Ja, ich würde nicht gleich so in die voll steile Geschichte gehen. Ja, die Stufe sieht. So. Da müssen wir wieder uns selber einen Radius erstellen. Warte, der jetzt oben noch. Straße anduckst. Das auch. Geht eigentlich. Ja, das machen wir aber anders. Wir machen es im Kanu-Style. Und zwar so. Machen wir wieder gebogen. Und dann ziehen wir uns das Ding hier oben ran. Oh. Oh. Und dann haben wir hier oben eine schicke Kreuzung und kommen von hier unten bis in den Tunnel rein. Oder so. Und können dann von hier aus gerade rüber, können dann hier sogar, dann brauchen wir gar nicht hier unten mit rumfahren. Können wir gleich hier oben die Runde mitmachen, hier abliefern und wieder mit weg. Genau. Und könnten das dann auch später als Anschluss Verkehrsstraße nutzen. Genau.
Gut, also brauchen wir eine neue Linie. Endlich mal wieder eine neue Linie. Yeah. Aber lange haben wir schon. Boah, wie lange haben wir keine neue? Alter Schwede. So, Gütertruck. New York. War New York, ne? Ja, New York. Okay. Nicht New Amsterdam, New York. Ne. Für die Nicht-Historiker, New York hieß früher New Amsterdam. Bevor die Holländer es an die Briten verkauft haben. Nee, Versorger. 2. New York. Passt's. Was denn? Verpendel. Von hier. Hier hoch. Ja. Die Stelle und dann. Wow. Könnte ich sogar mit leben. Eine 20er Straße, oder? Alle. Ja. Oder wir gehen außen mit rum und dann fahren wir gegenläufig den Bus. Ja. Dass er hier rausfährt. Dann können wir das machen, ja. Dann machen wir dann Wegpunkt hin. Wegpunkt hier. Setzen wir noch hier in die Straße rein. Nicht, dass wir da zu viele Wegpunkte haben. Nee. So, von 4th Street fahren wir hier weiter. 4th Street. Wegpunkt und dann rum. Dann machen wir noch einen Wegpunkt. Ach, du möchtest den anderweitig rumfahren lassen? Dann mach's ja. Aber natürlich. Wir können auch hier mit reinfahren, aber das macht man eigentlich. Das machen wir dann, wenn wir zu viel da oben haben. Ja, genau. Und von dem Wegpunkt aus wollen wir hier rum reinfahren. Genau. So können wir das machen, weil alles andere ist ja diese innere Wendekreis. Kriegen wir also alles hin. Dafür brauchen wir so ein paar Fahrzeuge. Ich glaube, weil wir die Studis, ne? Studis, ja. Also brauchen wir jetzt nochmal hier, das ist das Fahrzeugdepot. Die Studebagge. Cargo. Nee, der nicht. Dann ist der das. Der kann das und nachher auch Waren. Genau. So machen wir das. Davon. 30. Genau. 10. Was ist denn mit 30? Wir haben noch keine Waren da. 30. Manu versucht mich schon wieder pleite zu machen. Nur weil ich im Moment so tolle Einnahmen habe. 50 Millionen, obwohl du gerade Fahrzeuge gekauft hast. Ja. Seit Beginn der Aufnahme ist ja schon 300 Millionen plus oder so. Oder 400. Was? Oder ja. So, und dadurch fordern wir jetzt natürlich auch noch mehr Baumaterialien ab. Sehr spannende Geschichte, aber ich bin da guter Dinge. Das läuft alles sehr gut. Hier kriegen wir alles weg. Die Produktion bleibt stabil, 4300 fast. Ja, mit mehr LKWs ist natürlich dann auch der Transport gewährleistet. So ist es. Müssen wir dann nur noch einen Bus hinzaubern? Dann müssen wir hier nur noch mal einen Nahverkehr hinzaubern. Aber ja, wir sind bei 44 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, kann sich der Sheriff schon mal einen Bus raussuchen zwischen den Aufnahmen und wir besorgen uns dann das Material. Das klingt nach einem Plan, Manu. Gut, nichtsdestotrotz ist es jetzt mal wieder am Ende der Folge und es ist am Ende der Folge sind wir traurig. Aber das Schöne ist ja, es kommt eine neue Folge. Und darauf freue ich mich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Deswegen vergesst das Däumchen nicht, wenn ihr noch kein Abo habt. Nehmt eins mit und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.